Aber die Ehre, küsst ihr und herzlich willkommen bei der Boardgame Melange. Servus Maria. Hi Markus. Hallo Leute, zum ersten Mal eine Top 10 unter dem neuen Namen und ich freue mich schon. Ja, wir haben schon lange keine mehr gemacht und das wurde Zeit. Spaß. Die machen Spaß. Was haben wir für ein Thema? Wir haben Thema Sachen, die wir uns wünschen, dass sie bei den Brettspielen dabei sind, wenn man sie aufmacht. Okay, dann haben wir zwei verschiedene, weil ich habe Dinge, die ich mir mittlerweile heutzutage erwarte. Ja, ich sehe das Gleiche, nur anders genannt. Etwas erwarten und erwünschen ist was anderes. Nein. Ich erwarte, dass ich heute noch etwas esse. Ach so, ich wünsche mir aber, dass ich ein Lotto gewinne. Das eine ist ein Wunsch, das andere kann ich wohl erwarten. Macht er nichts. Naja, eh. Schauen wir mal, vielleicht ergibt es sich trotzdem. Ich denke, das kann man so oder so sehen. Genau. Ja. Also Dinge, die man heutzutage sich wünscht, wenn man die Schachtel aufmacht, wenn man die Box aufmacht oder die man halt eben erwartet, weil wir natürlich mittlerweile mit dem Hobby sehr, sehr weit sind. Yep. Also jetzt nicht wir zwei, sondern allgemein. Die Firmen werden natürlich immer professioneller, die Dinge werden immer besser und es gibt immer einen höheren Standard. Yep. Also heutzutage kann man einfach mehr erwarten oder sich mehr wünschen, als noch vor 20 Jahren, also noch vor 10 Jahren, also vielleicht noch vor 5 Jahren. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Machen wir wieder so 5-5, ne? Ja, genau, machen wir so. Wer beginnt denn? Ich natürlich. Wenn ich die Schachtel aufmache, als erstes schaue ich, ob das Inlay hat. Okay. Ja? Und ob diese Inlay beschrieben ist. Weil oft sind Inlays drinnen, wo ich mir denke, ja, und wie soll ich das jetzt einschlichten und wie soll ich das wirklich, wie haben Sie sich das vorgestellt, dass es wirklich reinpasst, ja, und ich wünsche mir auch, dass es wirklich reinpasst. Also oft ist es bei einem Spiel, also jetzt wird es immer vermehrter, dass sie dann so ein Zettel dazu geben, wo es draufsteht, das gehört so und so rein und das gehört, das finde ich perfekt. Also das ist gut, wenn eine Inlay gut ausgedacht ist und noch dazu diese Zettel dabei ist. Das ist für mich sehr wichtig, weil sonst bin ich eine von denen, die diese Inlay dann rausnehmen, wegschmeißen und interessiert mich nicht, weil es nicht reinpasst. Auch wenn man zum Beispiel Erweiterungen hat, wenn ihr wisst, dass Erweiterung kommt, dann lasst den Platz frei und denkt ein bisschen nach, wie könnte man das reingeben. Ja, gerade bei den Inlays ist es halt so, wenn man sich da was dabei gedacht hat, dann sollte man das auch dem Kunden kommunizieren. Genau. Meistens sehe ich einfach nur Plastikhügel und Täler und weiß nicht, wo was reinkommt und muss nach eigenem Gefühl das machen und dann passt das hinten und vorne nicht. Ja, dann schmeißt es lieber weg. Ja. Das ist einfach nur vergebenes Geld. Ja, nicht nur Geld, aber auch Materialverschwendung. Ja, aber wo ich mir denke, Leute, kommt ein Zettel dazu und schon bin ich zufrieden und glücklich. Ja, ja. Ja, ist ein guter Platz 10. Mhm. Mein Platz 10, und ich habe das so gereiht, dass das, was jetzt auf Platz 10 ist und dann 9, 8, das sind Dinge, die sind jetzt nicht Must-Haves für mich. Platz 1 ist für mich, also wenn das Spiel meinen Platz 1 nicht hat, dann fliegt das raus. Punkt. aber dazu kommen wir dann noch. Ja. Platz 10 wäre, und das ist wirklich, wenn es nicht ist, ist es halt nicht, aber ich hätte gerne einen eigenen Zettel, auf gut Deutsch, für Siegpunkte zusammenzurechnen. Also quasi ein Endscoring-Sheet. Ein Wertungsblock, danke. Manchmal kann es so leicht sein. Ein Wertungsblock. Ja. Mir ist bewusst, dass jeder von uns irgendwo einen Zettel zu Hause rumliegen hat und dass er einen Bleistift oder einen Kugelschreiber hat und man kann sich das selber auch tun, aber das ist einfach besser. Ja? Und es müssen nicht viele sein. Also oftmals kriege ich einen fetten Block, das ist dann wieder too much, weil ich werde das eh nicht so oft spielen, in Wahrheit. Und wenn, dann kann man es einlaminieren oder whatever. Aber zumindest, dass ich da eine grobe Übersicht habe. Denn, und das ist der Punkt, ich rede jetzt nicht von einem kleinen Kartenspielchen, wo ich dann das nebenbei sowieso am Block machen kann, sondern von Spielen, die verschiedene Siegpunkte-Generatoren haben, wo man alles schön des Schrittes durchgeht. Und meistens und idealerweise ist es dann am Block auch schon so vorgezeichnet. Mhm. Mit vielleicht einem Symbol, dass ich gleich weiß, aha, jetzt geht es darum. Dann weiß ich auch, ich vergesse nichts, dann habe ich einen schönen Ablauf, muss nicht extra in der Anleitung nachschauen, was jetzt zu tun ist, sondern ich habe das alles schön an einem Feld und das kommt dann wieder ins Spiel und gut ist. Nicht notwendig, wünsche ich mir. Das erwarte ich mir nicht, ich wünsche es mir. Ja, okay, jetzt haben wir es. Ja, also einen Wertungsblock. Ja. Meine Nummer 9 ist Wertungsblock. Oh, okay. Da hast du eh alles gesagt. Für mich ist es wirklich das Wichtigste,
dass wirklich auf dem Wertungsblock steht, was du gesagt hast, Schritt für Schritt. Das ist für mich wichtig, weil wenn man dann es auf einem Zettel irgendwo drauf schreibt, haben wir vielleicht was vergessen. Dann könnte man, weil dann oft ist es, das sollte man ja auch noch werten und das ist ja auch, ne, weil ich habe drauf gespielt, wieso ist es jetzt nicht? Und dann denkt man sich, ja, wenn man so einen Block hat, wo drauf steht, jetzt das, jetzt das, jetzt das, jetzt das, dann haben wir nichts vergessen. Ja. Dann kann man unten schreiben, wer hat gewonnen, diese Wertung kann man sich aufheben oder auch wegschmeißen. Ich tue immer die erste Seite einlaminieren, damit ich weiß, okay, wenn der ausgeht, dann habe ich immer noch irgendwo in der Schachtel laminierte Ding. Das mache ich gerne. Wieso nicht? Ja, also es ist schon wichtig. Ja, und vor allem, das habe ich auch noch vergessen, wenn man schon hergeht und man macht die Symbole auf dem Wertungsblock, dann so verständlich, dass man auch gleich versteht, ja, was Sache ist. Nein, es war nicht nur einmal in meiner Spielervergangenheit, dass ich mir denke, okay, was soll das jetzt sein? Und dann fängt man an zu raten. Und dann, das könnte ja das jetzt sein. Achso, ja. Bringt auch nichts. Ne? Mhm. Also, ne, das soll auch dann verständlich sein, was man da liest und sieht. Ja, man nimmt die Spielanleitung und dann muss man hinten schauen. Ja, genau. Also das könnte das sein. Ja, das macht natürlich Spaß. Ja, aber du hast recht, das ist kein Spaß. Dann. Mein Platz 9 passiert wirklich nicht oft. Mein Platz 9 ist eigentlich ein Luxusproblem, weil das ist vielleicht in meinem Leben 4-5 Mal passiert. Aber jedes Mal ist für mich total unverständlich. Gewisse Dinge passieren halt. Mhm. Ja, gewisse Dinge passieren, das ist halt so. Aber da frage ich mich, das muss doch jemandem aufgefallen sein und das muss doch... Das muss doch jemand gesehen haben und sich gedacht haben, hey, das können wir so nicht machen. Was meine ich? Ich möchte genug Platz in meiner Box haben. Mhm. Ich habe schon Spiele, die räumst du perfekt ein. Die gehen aber nicht komplett zu. Ja. Die stehen, wie kann das sein? Ihr seht doch, dass das nicht zugeht. Ja. Dann macht es das so, dass es zugeht. Entweder habt ihr drinnen dann mit eurem Inlay es zu gut gemeint oder ihr habt einfach so viele Plättchen, dass man da vielleicht eine andere Lösung finden muss, keine Ahnung. Aber ich finde es halt verrückt, dass ich eine Box nicht komplett zumachen kann. Ich habe dann auch immer das Gefühl, dass die Box selber, das ist ja ein Karton und da kommt dann der Deckel drauf, dass der für sich dann passt. Aber wenn der zu hoch ist, dann habe ich das Gefühl, dass das auf den Materialien drückt und dass das vielleicht die Materialien beschädigen kann, früher oder später. Man weiß es nicht. Mhm. Vor allem ist dann ein bisschen breiter und wir alle kennen ja, diese Regale. Dann passt das vielleicht nicht ganz rein und dann fängt man an zum Quetschen und so weiter. Muss ja nicht sein. Nein, muss nicht. Warum ist das so? Und das verstehe ich nicht. Das ist bei manchen Spielen so, wo ich gleich, da kriege ich das Spiel, das ist extra noch foliert, damit das ja schön zusammenbleibt, weil gefühlt, wenn du die Folie rausnimmst, dann bling, springt alles weg. Kann ja nicht sein. Nein. Und ich verstehe das nicht. Passiert nicht oft, aber sowas erwarte ich. Ja. Ich erwarte, dass meine Box zugeht. Natürlich. Ja. Und davon, ich rede jetzt nicht davon, okay, ich kaufe meine Erweiterung und haue die dann rein und da geht es nicht zu. Das ist dann meine Sache. Aber von Haus aus, fabriksfrisch, muss die Box einfach schön zugehen. Natürlich, ja, natürlich. Dafür das erwarte sind ich. Sie da. Sonst sollte man sie höher machen, bis sie anders sind. Ja, was auch immer. Ja, oder andere Sichtlinien. Das erwarte ich, ist aber nur auf Platz 9, weil fairerweise so oft passiert das nicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Meine Nummer 8 sind Custom Dice. Ja. Ich erwarte mich leider schon, wir sind schon so verwöhnt, dass an normale Würfel ich mir dann denke, aber heutzutage gibt es schon so viele Techniken und so viele Arten, die man Sachen machen kann, ja, dass wenn da wenigstens so irgendwas ist, oder statt Punkte sind halt 1, schön geschriebene 1, oder Entschuldigung, oder interessante Material, wo ich mir denke, oh ja, das habe ich noch nie gesehen. Es muss ja nicht sein, dass ich es noch nie gesehen habe, aber ein bisschen anders, also das ist, wenn ich dann normale Würfel sehe, dann denke ich mir, okay, ja, sind auch gut, funktionieren ja auch. Aber wenn das so ein bisschen was anderes wäre, wäre es schöner. Es kommt natürlich darauf an. Manchmal ist halt ein klassischer Würfel einfach notwendig. Sowieso. Aber oftmals nicht. Ja, da gebe ich dir recht. Natürlich. Ja. Und wenn nur einer drinnen ist, dann denke ich mir oft, naja, wenigstens diesen einen hättet ihr wirklich so boom machen können. Ja. Das ist schon für mich etwas, was ich mir schon erwarte. Ja, es ist vor allem, es zeigt halt dann auch ein bisschen, dass man sich da selber Gedanken gemacht hat und dass man da extra was entwickelt hat. Weil diese Standardwürfel, die gibt es wahrscheinlich tonnenweise im Großpack zu kaufen, vor allem als Firma. Ja. Das ist nichts Besonderes. Da ist auch jetzt keine Leistung dahinter. Mhm. Aber wenn man sich was überlegt und dann ein bisschen was macht, dann kann ich verstehen. Genau. Ja.
Mein Platz 8 ist so etwas Ähnliches, was wir schon vorhin gehört haben, aber bei mir ist das jetzt extra aufgeführt. Ist ein bisschen wichtiger als das von vorhin, hat aber wieder mit der Box zu tun. Passiert auch sehr, sehr oft, habe ich auch vorhin bei deinem Platz 10 schon kurz erwähnt. Es ist halt schon so, ein Inlay ist toll, aber dann erklärt mir bitte, wie ich das Inlay einräumen soll. Ja, es bringt mir nichts, wenn ich da lauter Löcher sehe und lauter Mulden und lauter Ding. Und dann muss ich selber rätseln, wie bei einem Exit-Spiel, wo was reinkommt. Ja. Das ist einfach nur mühsam. Das macht auch keinen Spaß. Also man rätselt ja gerne, aber das macht keinen Spaß. Ich möchte mein Spiel wegräumen, ich möchte das nächste spielen und ich möchte jetzt da nicht lange nachdenken müssen. Und vor allem, wenn ich dann einräume und dann merke ich, ups, das ist falsch und dann passt wieder irgendwas nicht. Ja. Ein Positivbeispiel, weil es jetzt erst vor kurzem passiert ist, ist zum Beispiel Marrakesch. Da habe ich die Ultra Deluxe Edition von Stefan Feld und Queen Games mit allem möglichen Klimblim, mit keine Ahnung wie viel Trays und so weiter. Da gibt es eine schöne Anleitung, wo ich anhand der Anleitung das Spiel in 5 Minuten weggeräumt habe. Ja. Jeder weiß sofort, was Sache ist. Und das sind so viele Materialien. Jeder, der Marrakesch schon mal gesehen oder gespielt hat, der weiß das. Da gibt es hunderte Dinge. Das ist schnell weggeräumt. Ja. Das ist auch schon so konzipiert, dass du es nicht einmal ausräumen musst. Das ist das Nächste. Perfekt. So mag ich das. Das erwarte ich auch. Denn wenn man sich schon die Mühe macht, ein Tray zu machen, ja, dann bitte, dann investiert einen Zettel und erklärt mir, wie ich das einräumen soll. Das kann jetzt nicht die Welt kosten. Mhm. Weil sonst, wie die Maria gesagt hat, sonst fliegt das. Ja. Wenn ich mich da das zweite Mal ärgere, dann war es das, dann fliegt das. Ist ja urschade drum. Ja. Bringt ja nichts. Da gibt es Gott sei Dank eine gute Richtung, in der wir heutzutage gehen. Immer mehr Firmen machen das. Aber es fehlt trotzdem noch. Und man kann jetzt nicht hergehen und sagen, nein, das ist ja eh logisch, wie man es einräumt. Für dich als Designer vielleicht, ja, weil du dich 3 Jahre lang damit beschäftigt hast, mit dem Spiel und dann mit dem Inlay. Es gab wahrscheinlich zig Videocalls und Telefonate und Samples, bis das einmal fertig war. Dass du das im Schlaf kannst, verstehe ich. Ich sehe es zum ersten Mal. Ich habe keine 3 Jahre Zeit. Ja. Also bitte, macht bitte so, dass ich das schön einräumen kann. Und wenn es ein bisschen komplexer werden könnte, dann erklärt mir das. Ja. Mein Platz 8. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Das war bei mir das Platz 10, aber das ist auf jeden Fall wichtig. Dann kommen wir zu meinem Platz 7. Ich habe es gerne, wenn Sie dazu geben, wenn das viele Symbole sind, dass Sie halt noch zusätzlich einen Zettel machen, wo man dann diese Symbole erklärt. Mhm. Also nicht nur, dass sie in Regeln erklärt sind, sondern dass man extra Zettel, es muss nicht für jeden sein, aber dass man den Zettel einfach so hinlegt und wenn du ein Symbol nicht kennst, nimmst du dir einfach den Zettel und nicht, dass du dann in den Spielregeln umherumkeln, blättern musst und schauen musst, oh ja, was heißt dieses Symbol, das möchte ich, dass man das bei jedem einfach nur einen zusätzlichen Zettel hat, wo man dann einfach nehmen kann, nachschauen kann und sich denken, ah ja, das ist das Symbol und das heißt das und das. Ja, ja. Auch hier wieder, wenn man so viele Symbole hat, dass das einfach für einen zu viel wird, dass man extra nachschauen müsste, dann wäre ein Referenzblatt, ein Referenzguide vielleicht nicht schlecht. Ne? Wenn es eh nur 2, 3 Symbole sind, dann ist es ja kein Problem, aber ne, da hast du recht. Ja. Da werde ich vielleicht später noch darauf zurückkommen. Mein Platz 7 ist etwas, das ist sehr oberflächlich, ich gebe es zu, aber ich schäme mich nicht. Ähnlich wie bei Computerspielen, wo wir auch wirklich tolle Grafik erwarten können heutzutage, kann auch eine Retro-Oldschool-Grafik sein, aber trotzdem hochwertig, erwarte ich auch heutzutage, dass die Materialqualität hochwertig ist. Mhm. Das kann man heutzutage schon erwarten. Das Spiel muss nicht mehr die Qualität haben, noch von vor 15, 20 Jahren. Das ist bei Massenmarktspielen vielleicht was anderes, aber bei Massenmarktspielen geht es auch wirklich darum, dass sie möglichst günstig sind für die breite Masse eben, das verstehe ich. Ich bin Hobbyistenmarkt, ich lege viel Geld am Tisch, dann hätte ich auch gerne hochwertige Materialien. Das heißt, die Karten sollen vielleicht mit Linenfinish sein oder auch nicht, aber zumindest hochwertig. Die Würfelchen, die Klötzchen, die können alle gerne auch einmal wirklich nicht nur 0815 Standard sein, sondern hochwertiger. Der Druck soll hochwertig sein. Die Anleitung, wenn die Anleitung Linenfinish hat von mir aus, soll so sein. Ich hätte gerne einfach nur, wenn ich das Spiel aufmache, dass ich sehe, wofür ich bezahlt habe. Mhm. Und ich möchte nicht irgendwie 60, 70 Euro
hinlegen und dann das aufmachen und denke mir, aha, okay, ja, ich weiß nicht, wo das Geld hin verschwunden ist, sozusagen. Man kann heutzutage auch einfache Materialien hochwertig machen. Ja. Ja, also wir haben auch schon Klötzchen gesehen, die nicht nur Standardfarben haben, sondern vielleicht sogar durchsichtig sind. Durchsichtig weiß, ja. Milchweiß oder violett oder was auch immer. Metallic Look oder was auch immer. Das beachte ich als hochwertig. Natürlich, das Spiel selber muss trotzdem gut sein. Ja. Und wenn ein Spiel gut ist, dann muss auch brauchen die Materialien jetzt nicht hochwertig sein. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Ja, ja. Also das kann man schon machen. Ich erwarte keine Minis, ich erwarte keine großartigen Dinge. Auch wie gesagt, 0815 Dinge können hochwertig sein. Mhm. Und heutzutage geht das. Ja, ja. Das geht alles. Es gibt keine Ausrede mehr dafür. Nein, sowieso nicht. Ja. Ja. Mein Platz 7. Dein Platz 7, dann mein Platz 6 hast du auch gerade angesprochen. Ja, ich erwarte Linen-Finish bei Karten. Okay. Also ich erwarte keine dieser rutschigen Karten, die einfach nur irgendwo hinfliegen. Und wenn man sie mischt, fliegen sie auch einen aus der Hand. Wenn man sie angreift, denkt man sich, okay, ja, irgendwie fühlen sich meine Finger, ich will mich jetzt auswischen, weil es ist nicht so. Also bei den Karten, ein Linenfinish oder ein Material, das sich gut anfühlt, ist schon sehr wichtig, weil man hält die Karten, man hat sie in der Hand, man hat das Gefühl und man spürt es. Und wenn ich etwas angreife, was sich nicht so gut anfühlt, ist das Spiel für mich auch dann irgendwie, okay, jetzt habe ich die Karten, okay, jetzt soll ich spielen. Und dann natürlich innerhalb von einem Spiel denkt man sich dann, okay, ja, jetzt habe ich mich schon dran gewöhnt. Aber der erste Eindruck, wenn man das hingreift, ist schon wichtig. Ja. Die Haptik ist absolut wichtig, ja. Weil wenn mir die Haptik nicht wichtig wäre, kann ich gleich im Computerspiel spielen. Eben. Ja, ich möchte das ja erforschen, berühren, angreifen. Und bei mir ist es oft so, wenn ich das so habe, dann greife ich die Karten gar nicht an, dann liegen die irgendwo hin. Ja, das ist wirklich wichtig, weil wir wollen es angreifen, wir wollen es spielen, wir wollen würfeln, wir wollen Karten ausspielen, wir wollen irgendwas greifen und irgendwo hinstellen. Und wenn es sich schlecht anfühlt, ja, weil das Material schlecht ist, ja, dann denke ich mir nur, bitte nicht. Das ist wichtig in diesem Hobby. Absolut. Mein Platz 6 und somit der letzte Nummer des heutigen Videos ist für mich etwas, das ich mir nicht wünsche, sondern was ich wirklich erwarte. Ja. Und auch hier gibt es überhaupt keine Ausrede und ich sage auch dann warum. Mhm. Nämlich, ich möchte auf der allerletzten Seite eine Zusammenfassung haben. Mhm. Ich möchte den groben Ablauf haben, vielleicht, wenn noch Platz ist, dann eben die Ikonografie erklärt bekommen, vielleicht noch am Ende was gewertet wird. Das liegt dann irgendwo auf oder ich habe das bei mir. Warum? Ich erkläre eigentlich zu 80% die Spiele, die wir spielen in der Gruppe. Und für mich ist es dann einfach schneller. Ne? Ich brauche nur drauf schauen und fertig. Und wenn man ein neues Spiel gerade gelernt hat, was vielleicht ein bisschen komplexer ist, kann man sich zwar schon alles merken natürlich, aber es gibt einem auch eine gewisse Sicherheit, wenn man hier einfach nur da schaut. Und man schaut da drauf und weiß, okay, jetzt machen wir diese Phase, jetzt machen wir diese Phase. Nach der dritten Runde braucht man es vielleicht eh nicht mehr, aber ab und zu möchte man vielleicht noch drauf schauen. Ich hasse es, wenn ich dann vielleicht sogar ein großes, so A4-formatige Anleitung habe und dann einfach durchblättern muss und sage, okay, jetzt kommt Phase 1, jetzt machen wir das. Ja. Und dann, jetzt kommt das und machen wir das. Nein, ich möchte eine Zusammenfassung. Ja. Und warum kann das nicht standmäßig so sein? Ich habe noch nie eine Anleitung gesehen, wo das eben nicht war, wo die letzte Seite dann einfach nur weiß und bedruckt war. Es ist immer was bedruckt auf der letzten Seite. Ja, es ist immer irgendwas bedruckt. Und ob ich da jetzt einfach nur einfärbig irgendwas mache, damit es halt die letzte Seite ist, das Deckblatt sozusagen, oder ob ich eben etwas anderes drucke, wo eben dann die Zusammenfassung ist, das sollte doch egal sein. Ja, sicher. Das, und es ist schön, wenn der Designer oder der Grafiker, wie auch immer, dann schöne Grafiken macht. Mhm. Dann gönnt man ihm halt vielleicht die vorletzte Seite. Ja. Aber die letzte Seite sollte immer für den Spieler, für den Erklärer, für die Leute sein. Weil nicht nur für mich, der es erklärt, sondern wenn ich, und das ist halt bei uns Hobbyisten so, wenn ich das einmal erklärt habe, dann wissen die Leute Bescheid. Ab und zu gibt es dann Fragen, da braucht man nicht mich fragen, sondern man nimmt sich einfach das, schaut sich das hinten schnell an und es geht weiter. Ja. Und das stört nicht so. Aber wenn dann jetzt irgendeiner sich die Anleitung nimmt und anfängt zum Herum, Blättern, dann nehme ich es persönlich, weil ich habe es eh erklärt. Ja. Aber wenn man hinten mal kurz nachschaut, ist ja kein Problem.
Ich weiß es nicht. Das ist nichts, was ich mir wünsche. Das ist etwas, was ich erwarte. Es sollte sein. Es ist sehr wichtig, nämlich. Und oft denkt man sich, ja, jetzt will ich nicht umherum blättern. Ja. Aber jetzt muss ich umherum blättern, weil ich jetzt schauen will, was kommt als nächstes, was wird gewertet. Und dann denkt man, Das mag ich auch nicht. Ja, das waren Platz 10 bis Platz 6 von Dingen, die wir uns wünschen, die wir uns erwarten heutzutage in unserem wunderschönen Hobby. Schreibt vielleicht eure ersten 5, was ihr euch wünscht oder erwartet bei einem Spiel, das ihr frisch gekauft habt, das ihr aufmacht. Mhm. Wo ist dann bei euch die Enttäuschung groß oder wo ist vielleicht für euch die Freude groß, wenn ihr das seht? Ja. Man kann das ja auch positiv sehen. Natürlich. So ist das, ne? Wenn ihr interessiert und gespannt seid, was Platz 5 bis Platz 1 von uns kommt, oder so, ja, dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Ja. In dem Sinne. Tschüssi, Gatto. Ciao.